Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf der Minecraft hier in der Minecraft Party Map, die ich derzeit baue. Ich wollte euch zeigen, was es soweit alles Neues gibt und wie man sieht, hat sich hier doch schon einiges was getan. Erstmal habe ich die Stadt fertig gebaut mit der Hilfe von Stidu, der an dem ganzen Projekt mitbaut, dann ein paar Optimierungen, zum Beispiel, dass das hier sich in die, wie heißt das Viech? Cobweb Spinnenweben verwandelt, wenn es gerade nicht aktiviert ist. Wald, ich weiß nicht, ob ich den schon vorgestellt habe, aber ich meine ja. Und die Castle. Da wird es richtig episch. Dann einige Bilddateien eingefügt, wie eine nicht zu übersehende Schleichwerbung für Pepsi, die man im Villager-Markt bekommt. Aber das kennt ihr vielleicht sogar auch schon aus dem letzten Video, denn es ist mehr von der Technik geschehen, als man denkt. Erstmal war das jetzt sau viel Arbeit für das, was ihr gleich sehen werdet. Ich starte jetzt einfach mal eine Runde, ganz wie gehabt. Und das Erste, was wir entdecken, ist, dass das System weiß, welcher Spieler führt. Das steht jetzt im Chat. Leading Players, führende Spieler, The Minecraft. Und da würden dann alle aufgelistet werden, die am meisten Sterne haben. So, jetzt geht's gleich los. Und wir seht, die Bereiche wurden benannt. Derzeit befinde ich mich im Bereich Champions Way oder Champion Way. Dein Spielzug hat begonnen. Rücke drei Felder vorwärts. 60 yeah. Sekunden verbleibend. Und dann nach Musik, wie wir hören. Je nachdem, ich habe mich jetzt fertig, alle Soundtracks für die verschiedenen Bereiche. Natürlich Copyright, alles geht natürlich auf Nintendo bei der Musik. Da habe ich nichts selber gemacht. So. Jetzt sehen wir auch, ist die Anlage hier am Arbeiten. So, und was habe ich jetzt noch gemacht? Einmal, dass im Chat hier steht, Leading Players, The Minecraft. Man denkt, das ist simpel, aber nein, das war es gar nicht. Und das Schloss habe ich neu gemacht. Erstmal gebe ich mir einen kleinen Time-Bonus. 30 Sekunden. Time-Bonus 1000. So, dann haben wir jetzt erstmal genug Zeit, um euch alles zu zeigen in Ruhe. Und jetzt gucken wir mal das Schloss uns an. Das schalte ich nämlich erstmal an, wenn ich auf das Schloss gehe. Also G-Field. So heißt die Variable, wenn ich auf Feld 0 zum Beispiel vorrücke. Jetzt aktiviert sich das Schloss und jetzt ist es an. Wie man sieht, öffnet sich diese Tür, wenn ich hier drauf zugehe. Wenn man weggeht, schließt die sich wieder. Und im Schloss hätten wir einmal hier ein Feld. Die Boote ignorieren wir völlig. Und ja, wie man sieht, ist hier erstmal nichts weiteres. Bis auf die Boote, die einen für 5 Coins irgendwo hinbringen. Und zwar zum nächsten Feld. So. Und wie sieht das nächste Feld aus? Ich gehe jetzt mal ins Boot ein. Alle Boote machen das gleiche. Es ist halt nur, wenn man mit dem Boot losfährt, dann dauert es einen Moment, bis ein neues Boot kommt. Und damit es hier keinen Stau gibt, habe ich 3 Boote zur Sicherheit gemacht. Also, die goldene Mitte. Achtung, fertig, los. Es gibt einen Time-Bonus und wir fahren hier über einen Lavasee und haben richtig geile Lavafontänen, die da aus der Lava rausspritzen, wo wir sind. Das wird alles später stockdunkel hier sein. Ne? Noch ein Baukasten. So, jetzt geht's hier runter in einen Dschungel und wir werden hier abgesetzt. Da fährt das Boot weg. So, und jetzt sind wir in einem Dschungel. Das ist der geheime Dschungel in der Schloss. Auch alles nachher versteckt. Und hier oben, wie auch immer man da hinkommen soll, muss ich mir noch überlegen, ist dann das heilige Sternfeld, wo man sich dann Sterne kaufen kann, je nachdem wie viele. Jeder Stern kostet 30 Münzen. Wir nehmen jetzt mal an, dass ich mir einen Stern gekauft habe. Set the Minecraft get stars. 5. Jetzt habe ich gerade 5 Sterne gekauft. Mensch, was bin ich für Schlawenzler. So. Und jetzt blende ich mal rechts Sidebar meine Sterne ein. Wie ihr seht, 15 Sterne habe ich bereits schon. Und jetzt gleich werde ich 20 haben. die Sterne wurden mir noch nicht gut geschrieben. Ne? Also, ich habe ja noch 5 Sterne geholt. Ich hätte eigentlich jetzt 20 Sterne. Wie gesagt, das Gutschreiben passiert erst am Ende der Runde, damit jedem Spieler es gesagt wird. Weil es nervt ja, wenn jetzt zwischendurch ihr spielt gerade und da steht auf einmal, ein anderer Spieler hat einen Stern bekommen. Deshalb habe ich mir überlegt, erst wenn die Runde zu Ende ist, erst dann werden die Sterne bekannt gegeben. So, ich drücke jetzt mal auf Feld 0, bin jetzt auf dem falschen Feld, ist aber egal. Wir wollen einfach mal die Runde zu Ende bringen. Deine Position wurde erfolgreich geprüft und wird jetzt gespeichert. Oder auch nicht. Ah ja, doch. Entschuldigung. Mein Fehler. So, wie ihr seht jetzt, die Runde ist zu Ende und jetzt wird im Chat aufgelistet, wer alles einen Stern bekommen hat. In diesem Fall, ich habe 5 Sterne bekommen. Ende und jetzt, weil da Next steht, würde jetzt ein Minigame kommen oder was auch immer. Dass ich jetzt gerade das 0 korrekt war, liegt daran, dass ich vorhin ein bisschen was manipuliert habe, bevor ich ins Schloss reingegangen bin. Also kriegt keinen Schreck, das funktioniert. Und ihr seht rechts jetzt meine Sterne. What happens? Sie gehen runter. Warum gehen meine Sterne runter? Wenn ich jetzt eine neue Runde starte,
und mich ein bisschen beile. Währenddessen sehen wir jetzt, dass meine Sterne wieder hochgehen. So, ich starte eine neue Runde und wir sehen jetzt im Chat, dass der führende Spieler noch nicht ermittelt worden ist. Denn rechts arbeitet das System. Die Sterne werden ja rechts nicht angezeigt. Dass gerade meine Sterne einmal runtergezählt haben und wieder hochgezählt waren, hat was damit zu tun, dass gerade... Dein Spielzug hat begonnen. Ja. Rücke 6 Felder vorwärts. Danke. 60 Sekunden verbleibend. Das hat was damit zu tun, dass just gerade... Ja, ich rede mal nicht, wenn der anredet. Deine Position wurde nicht gespeichert. So, jetzt aber. Das hat was damit zu tun, dass just gerade die Variable Sterne geklont wurde. Und ich sag euch, Leute, das war sauschwer. Bevor nämlich ermittelt werden kann, ich weiß jetzt nicht, wie gut ihr euch mit Variablen auskennt, aber in Minecraft ist es so, um einen führenden Spieler in der Technik zu ermitteln, ja, braucht man, muss man eine Variable verändern, und zwar manipulieren, und zwar so, dass die Variable danach nicht mehr zu gebrauchen ist. Und ich möchte ja, dass weiterhin die Sterne gespeichert bleiben. Also gibt es nur eine Möglichkeit, die Variable Sterne kopieren und dann mit der Kopie dann auszurechnen, was passiert. Und das macht diese Maschine. Die kopiert in einem sehr aufwendigen Verfahren einmal die Variable Stars nach Stars Kopie. Und dann kann sie mit der Variable Stars Kopie das machen, was ich euch gerade gesagt habe. Dabei wird die Variable Stars Kopie zerstört, aber ich kann rausfinden, welcher Spieler führender Spieler ist. Und das System ermittelt dann sozusagen, wer dann gerade am meisten Sterne hat. Und wenn mehrere Spieler gerade am meisten Sterne haben, dann sind halt mehrere Spieler führende Spieler. Zum Ende soll der Admin dann noch, also das ist noch eine Möglichkeit für den Admin-Raum, ihr könnt euch entscheiden, ob es einen Sieger geben wird oder ob es mehrere Sieger geben wird. Bei mehreren Sieger gewinnen dann alle die, die am meisten Sterne haben. Bei definitiven Sieger oder einem Sieger, wie auch immer man es nennen möchte, gewinnt nur derjenige, der am meisten Sterne hat und dann am meisten Münzen hat, wenn es mehrere Spieler gibt, die, sagen wir, am meisten Sterne haben, ne? Das ist das gleiche Prinzip wie bei Minecraft Mario Party. Ja. Jo, das wären erstmal alle Kleinigkeiten, alle großen Sachen, und wir vergessen mal die ganzen Kleinigkeiten, die ich in der Technik gemacht habe, wie so sau viele andere Sachen, die ich nicht erwähnt habe. Beispielsweise das Starfeld. Wenn ich jetzt mal mich auf dem Feld 18 positioniere, jetzt bin ich auf Feld 18, und die Runde starte, werden wir feststellen, dass ich erstmal führender Spieler bin und... Es wird gewürfelt. Dein Spielzug hat begonnen. Rücke 2 Felder vorwärts. Wow, es gibt ein Sternfeld. Genau. Feld 18 ist das Glücksfeld. Wenn ihr auf das Feld kommt, könnt ihr in der nächsten Runde euch hier bewegen und bekommt einen freien Stern spendiert, wenn ihr in den Lichtstall reingeht. Das ist das Neueste, was ich gemacht habe. Diese Erfindung ist vor Beginn des Videos 5 Minuten alt. Ja. Seht, so arbeite ich. Ja, dann noch andere Überoptimierungen, wie man sieht, läuft das hier. Ich sag euch, das Ding zieht Leistung. Das hätte ich bei bestem Willen nicht erwartet, aber die Map ist schon sehr anspruchsvoll. Habt einen guten Server, wenn ihr die spielt, das darf ich sagen. Ansonsten kommt ihr nicht drum herum, einen kleinen Lag zu verspüren, weil viele Sachen im Hintergrund passieren. Wenn ihr mal den Debug-Modus anschaltet, dann werdet ihr sehen, was da alles passiert. Und ich sag euch, es ist eine ganze Menge. Und die Map macht treue Arbeit. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit allem. Warum ist da so ein komischer Turm, fragt euch jetzt. Das ist der Turm. Wenn man der Party joint, dann wird man auf diesen Turm rauf teleportiert. Dann das hier, genau, habe ich ganz vergessen, euch zu erzählen, habe ich leichter gemacht. Ich habe den Abstand, in dem die Blöcke einfallen, langsam gemacht. Jetzt kann man ganz chillig darüber gehen. Also wie gesagt, die Noob Way könnt ihr nur dann benutzen, wenn euer Computer komplett laggt. Und ich will jetzt auch nicht so ganz mies sein. Denn die Minigames, die sind ja größtenteils im Vordergrund, von denen es rattenstarke Null gibt. Aber ich habe eure Unterstützung und ja, das ist cool. Action PvP muss ich nochmal komplett neu machen, von der Technik her. Und was ich auch demnächst machen werde, ist diese Technik, dass wenn ihr die Party verlasst und dann wieder joint, dass es keine Fehler geben wird, sondern dass ihr dann kurz aussetzt und bei der nächsten Runde mit einsteigt wieder.
Es gibt einen Admin-Slot, das heißt, ein Admin von dieser Map kann sich jederzeit zum Spieler machen und jederzeit mitspielen, egal wie viele Spieler online sind. Deshalb sagte ich ja, eure Minigames müssen bis zu 35 Spieler ausgelegt werden. Es können ja maximal 30 mitspielen, dann haben wir noch 5 Admin-Slots in der Map, dass 5 Admins sich noch zum Spieler machen können, während die Party läuft. Boah, ist das cool, ne? Mensch, an alles gedacht. Deshalb brauche ich auch immer so lange für meine Projekte, weil einfach alles stimmt, funktioniert und passt. Ihr werdet, es wird wirklich sehr schwer bei mir Bugs und Fehler in den Maps zu finden. Es gibt natürlich welche, klar, manchmal auch versionsbedingt. Und ich warte auf das Feature der 1.8, wenn ich es mal annehmen kann. Denn Leute, Mensch, was ich da schon sehe über YouTube, was man da geil machen, mit Entities arbeiten. Ja, ich bringe Leben in die Map. Viele NPCs werden rumlaufen. Und lasst euch überraschen. Schönes langes Video. Wir sehen uns dann demnächst wieder. Ciao, Leute. Bis bald. Der Gewinner des letzten Videos ist Nono-2000. Er hat es so ziemlich zeitgleich, zumindest steht hier vor 22 Stunden und hier auch vor 22 Stunden, mit The Gameplayer 4100 bekannt gegeben. Daher habe ich gewürfelt und Nono hat jetzt gewonnen. Wie gesagt, Zufall. Er ist ein Map-Builder. Er hat auch schon einige Maps gebaut, zum Beispiel die Supercraft Brothers Map und Base Games bei Nono 2000. Supercraft Brothers 2 habe ich sogar schon einmal gespielt von ihm und ehrlich gesagt ist es gar nicht mal so schlecht. Also herzliches Glückwunsch an Nono-2000. Das Ausrufezeichen bedeutet, dass dieses Video ein Aktionsvideo ist. Erkennt das Geräusch. Regel: Erkenne das Geräusch, schreibe deine Antwort in die Kommentare und warte auf die Auflösung. Und hier kommt das Geräusch. Erraten? Wenn du teilnehmen möchtest, dann schreibe einen Kommentar beginnend mit einem eingeklammerten Ausrufezeichen. Der Gewinner wird im nächsten Aktionsvideo bekannt gegeben und kurz vorgestellt. Bei mehreren richtigen Antworten entscheidet der Zufall.